Zurich, in the heart of Switzerland. This is the home of the fine chocolate made by Lindt and Sprüngli, and of the Lindt Maître Chocolatier. Das Schönste in meinem Beruf als Maître Chocolatier ist das Kreieren von neuen Meisterwerken aus Schoki. The secret of these Lindt masterpieces lies in their exquisite ingredients and the skilled craftsmanship of the Lindt Maître Chocolatier. Each Lindt Maître Chocolatier has enormous expertise and passion for making chocolate, and they all share a love of the product. Wenn ich ein neues Meisterwerk kreiere, gibt es immer zuerst Handmuster, ein Prototyp. Und der wird dann in weiteren Entwicklungsprozess geschickt. The Maître is naturally there in person to supervise his creation as it passes through the development process in the factory. Die Herstellung von all unseren Lindt-Produkten ist Qualitätskontrolle das Wichtigste. Das fängt an bei den Bohnen und eigentlich sämtliche Rohmaterialien wie auch unsere fertigen Produkte werden akribisch auf die beste Qualität kontrolliert. In unserer Fabrik werden die Rohstoffe sorgfältig verarbeitet. Dort, wo wir die sämtlichen Schokoladen herstellen, sagt man auch Reibsal, ist es ganz wichtig, dass die Rezepturen perfekt zusammengegangen werden, fein gewalzt wird, das heisst, dass man auf 16 Mühe walzen und nachher gonchieren. Gonchieren ist einer der wichtigsten Prozesse in unserer Fabrik in der Schokoladenherstellung. Da werden unliebsame Bitterstoff und Geschmacksstoff austrieben durch einen intensiven Knetprozess. Und nachher wird es verflüssigt durch Gaggobutter, wo dort ist, wo der einzigartige Schmelz entsteht. And this distinct softness is typical of all of Lindt's popular products. The world famous Excellence Bars, the smooth Lindor Balls, the Gold Bunny. Und noch viel, viel andere feine Schokoladeprodukte. Am Ende eines langen Entwicklungsprozesses, wenn wir unser Meisterwerk 1:1 umgesetzt haben in der Produktion, was es so in den Händen haben kann, ist es für mich das Größte.